Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Mafia. So, wir sind jetzt wieder hier an dieser Stelle und das hat folgenden Grund. Ich habe die Aufnahme ja aus Frust beendet und weggeschmissen, weil ja, es wollte partout nicht klappen. Bei dem ersten Versuch habe ich es, ja, sagen wir es mal so, auf die Sekunde genau rechtzeitig geschafft. Und dann hieß es, dann, ja, keine Ahnung, gleichzeitig startete die Sequenz, dass ich es geschafft hätte, und stand da Nebenmission fehlgeschlagen. Ja. Ging dann quasi gar nichts mehr, ist es gar nichts passiert, ich konnte mich nicht mehr bewegen, Laden war erforderlich. Ja, und dann gingen mir nur noch die Bullen auf die Nerven, also. Ich hoffe mal, dass es jetzt besser läuft. Und wehe, wenn ich. Ich sag's euch. Ja. Apropos. Ich muss nochmal aussteigen. Weg mit dieser scheiß Knarre. Was hab ich eigentlich da? Ja, komm, weg damit. Weg damit. Einsteigen. Wegfahren. Ja, das hat nämlich auch einige Male doch den Kopf gekostet. Weil ich ausgestiegen bin und ja, eine Knarre in der Hand hatte. Und da haben die Bullen sich gleich sowas von angegriffen gefühlt, dass sie mich gleich verhaften wollten. Diese Idioten. Das ist echt unglaublich. Also ich finde, die Cops sind hier in dem Spiel echt sehr hart eingestellt. Muss man schon mal sagen. So, und ich darf hier jetzt auch nicht langsam machen. Ich muss hier möglichst schnell machen. Wobei ich jetzt darauf achten werde, ob da irgendwelche Streifenbullen rumlaufen oder Streifenwagen rumfahren. Und bei denen ich die sehe langsam machen. Zum Beispiel wie hier jetzt. Da war gerade einer. Was ich auch festgestellt habe, ist, dass die Bullenkarren doch gar nicht ganz weiß sind. Sondern hinten eher so grau oder keine Ahnung wie. Und deswegen, ich dachte, die wären weiß. Und die sind aber nur auf der, an der Seite weiß, so ein Streifen. Und da schon wieder so eine scheiß Bullenkutsche. Das gibt's nicht. Aber ich glaube, die sind auch moderner geworden. Könnte das sein? Ich weiß nicht. So. Ich hoffe mal, dass ich hier richtig rechtzeitig ankomme. Und jetzt hier die Vorsichtigmacherei, die ich hier gerade betreibe, kein Trödeln ist. Das wäre schon bitter. Und ich hoffe mal, dass jetzt hier keine Bullen mehr begegnen im Tunnel. Einmal hatte ich es auch echt. Ich weiß jetzt nicht, ob das in dem Part war. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich habe mich beim Aufnehmen doch ordentlich aufgeregt. Weil ich mir auch die Mission vorher nicht so ganz hinhauen wollte. Irgendwo bei irgendwas ist mir doch mal ein Bulle direkt vor der Nase aufgetaucht. Da war vorher nichts, aber ja, ich bin auf dem Radar geguckt, da oben links, ob da ein blaues Teil ist. Auf einmal war da was. Auf einmal war es da aus heiterem Himmel. Stand da eine Bullenkarre. So. Gibt es hier vielleicht ein paar Streifen? Laufende Bullen? Ich schwöre, ich habe sogar zwei direkt hintereinander gesehen. Vielleicht 10 Meter auseinander sind die da beide Streife gelaufen. Denke ich mir, ja, die. Mann, scheiße. Ja, ist ja nur eine Telefonzelle gewesen. So, ich glaube, bin gleich da. Ja, das habe ich immerhin jetzt nicht mehr machen brauchen, weil ich den Weg schon kannte. Bin den jetzt gefühlte 20 Mal. Was? Ich steige jetzt erstmal aus und gehe dahin. Ah, das war ein Vergehen. Grinst er mir ja wieder ins Gesicht, der dumme, blöde Kopf. Könnte die Scheißmission jetzt weitergehen? Ey, das kostet mich jetzt hier noch Kopf und Kragen, ey. Ach, halt's Maul. Könnte jetzt das hier weitergehen?
40er getroffen. Dem Gegner geht's noch schlechter. Also würde ich ja, das sieht mal, der liegt da. Ja, komm, steh auf und ja, komm, rein mit dir. Was ist los? Ich glaube, ich steige schon mal ein. Und starte. Was ist los? Alter! Kann ich jetzt etwa nicht das Auto anmachen, solange der noch nicht drin ist? Ah, wie assi ist das denn? Steigst... Alter, warum ist der denn hinten eingestiegen? Och, Mann. Jetzt nicht aufgeben. Ich habe noch nie eine Situation gehabt, wo ich es gebraucht hätte, hinten einzusteigen. Geh ich weiterhin auf der Beifahrerseite. Auf den Beifahrersitz zu stellen. Habe ich hier noch nie gebraucht. Warum zum Geier kann man das hier machen? Kostet nur... Hat mich jetzt hier ordentlich Zeit gekostet. Kann es sein, dass das irgendwie ein bisschen vorgerutscht ist gerade? Ja, die Bahn. Zuverlässig wie nie. Ja, von wegen. Schnappt ihn. Da ist einer zu schnell gefahren. Oh mein Gott. Da hat ein Patienten hinten drin sitzen. Darf er das? Oh Mann, ich glaube, die Zeit reicht bei weitem nicht. Ach, Scheißkache, gibst du jetzt mal Stoff? Wäre echt nice. Ja, ich glaube, das mit dem Cop und dem Strafezahlen hat eben hier viel Zeit gekostet. Ja. Ja, vor allem dem Cop hat es überhaupt nicht gekümmert, dass da ein Verletzter lag und ein Toter. Nö, den hat nur interessiert, dass er mir einen Strafzettel aufbrummen kann. So, schön. Schön Drift hingelegt. Wobei, besonders schön war der. Ja, er ist nett, ne? Puh. Also, ich bin mal gespannt, ob das jetzt hier klappt. Jetzt wird die Karre erstmal lahm, weil sie hier die scheiß Brücke hochkommen muss. Alter. Gib Gas, du scheiß Karre. Ist noch ein gutes Stück, das hier hin zurücklegen muss. So, ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht irgendwie... Also auf Bullenautos muss ich jetzt schon achten. Auf, ja, Streifen, die da auf der Straße herumlaufen, achte ich überhaupt nicht jetzt. So, hier bin ich schon nochmal ganz gut durchgekommen. Ah, den hätte ich jetzt fast übersehen. Ach komm, du Mistkarre, jip. Gas. Es ist nur noch wenig Zeit. Puh. Puh, 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 puh. Also ich bin hier schon mal richtig unterwegs. Noch eine Abzweigung weiter. Ich glaube, ich schaff's noch. Auf jeden Fall bin ich besser in der Zeit gerade noch. Bist du da? Halt an! Ja, genau, hier war's. Und dann hieß es fehlgeschlagen. Wir sind da, halt an, und dann hieß es fehlgeschlagen. Der Doc kümmert sich jetzt um dich. Ja. Puh. Bin ich froh, dass das jetzt geklappt hat. Meine Verdammt, Fresse. Was für eine Sauerei. Überall ist Blut. Ich hoffe, Lukas hat genügend Seife. Das hoffe ich auch. Hauptsache. Aber hoffentlich schiebt er mir die Seife nicht in den Arsch oder so. Da kann ich drauf verzichten. Mach ich lieber selber. Obwohl eigentlich ja nicht, ne? Holla, die Waldfee. Okay, ich habe jetzt hier eigentlich leicht fahren. Brauche nur gerade ausfahren zu Lukas.
Passt das. Ich könnte jetzt eigentlich Geschwindigkeitsbegrenzer reinhauen und gemütlich fahren. Vor allem, da dann Bullenkarre ist. Die steht da an der Ampel und hält, ja gut, dann tun wir das halt auch mal. Oh ne, ne? Fick dich doch, du Hurensohn. Warum fahren die da? Wo ist da jetzt erkennbar, dass da eine Spur in die eine und zwei in die andere Richtung gehen? Also für mich ja irgendwie gerade nicht. Warum gehen da nicht einfach zwei in beide Richtungen? Ja. Fahr, bieg ruhig da ab. Och, schon wieder eine Bullenkutsche. Haben die heute irgendwie besonders hohes Verkehrsaufkommen oder was? Ist hier überall welche rumfahren gerade. So. So, jetzt will ich mal dem Bertone zeigen, was hier abgeht. Ich knall natürlich nochmal mit der Karre gegen die Wand. Puh. Ist er okay? Ja, Sie sind beim Arzt. Er wird's überleben. Ach, zum Glück. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Er ist ein guter Freund. Ich bin dir was schuldig. Wenn das so ist, kannst du ja das Blut beseitigen. Die Karre sieht aus wie ein Schlachthaus. Keine Sorge, Tommy. Ich kümmere mich schon drum. Na, das hoffe ich doch. Oh, Mann, der Typ hat mich geblutet wie ein Schwein. Kannst du laut sagen. Das war wie ein verdammter Springbrunnen. Ja, aber Wasser kriegst du besser aus Autos raus. Man wartet einfach, bis es trocknet. Mit dem Lappen könntest du jetzt im Krankenhaus Blut schenken gehen. Nehmen wir das Zeug auch mit Seife drin? Ich glaube nicht. Naja, wie auch immer. Jedenfalls habe ich heute was ganz Schönes für dich. Und man kommt auch ganz leicht dran. Kein Blut? Nein, nein, keine Bange. Im großen Parkhaus auf Central Island steht ein wunderschöner Sportwagen. Hol ihn dir einfach ab. Schlösser? Ach, nichts Besonderes. Für einen wie dich ist das ein Kinderspiel. Pass nur auf, dass der Pförtner dich nicht an die Bullen verpfeift. Okay, danke, Lukas. Stehle den Bruno Speedster nahe dem Parkplatz auf Central Island. Okay. Also irgendwie gezeigt kriege ich da jetzt nicht groß was. Ach guck mal, da liegt sogar noch die Tommy Gun. Die lasse ich aber liegen. Ich denke mal, die brauche ich eh nicht. Wenn bei der nächsten Mission da geht's, gibt's eh wieder neue Waffen. Oder erstmal wahrscheinlich wieder nur Pistole. Wie üblich. Puh, okay, das ist gar nicht so weit. Einfach auf die Central Island rüberfahren und dann habe ich schon fast. Na gut, ich muss noch von der Brücke runter. Mann, kann die Karre jetzt mal ein bisschen Gas geben? Also die Karre ist lahm, dass ich es mir so bezeichnen soll. Zu lahm. Um das mal anders zu beschreiben. New Ark. Central Island, yeah. Da sind wir. Vielleicht sollte ich jetzt nicht unbedingt zu schnell fahren. Oder zumindest darauf achten, dass hier keine Cops rumgammeln. Doch lieber hier abbiegen. Und dann da vorne rechts. Also, jetzt. Da. Und da ist ein Streifenbulle. Na, ich war ja Gott sei Dank nicht zu schnell. Aber ich glaube, hier darf man ja auch nur einen Kilometer zu schnell fahren und schon ist es, aus. Na, dann sind sie hinter einem her. Oder meckern oder wie auch immer. Das ist doch nicht die Karre, oder? Ich glaube irgendwie, dass das Auto ist. Aber wo ist da ein Pförtner? Ach, guck mal. Da läuft er rum. Ich glaube, auf den sollte ich vielleicht mal Acht geben.
Na? Wie geht's? Okay. Ich hab Zeit. Bin erstmal gespannt auf diese Karre. Wobei, irgendwie. Ich wollte ja. Warum kriege ich die jetzt hier als Cabrio? Wollte gar kein Cabrio haben? Okay. Alter. Verpiss dich. Was machst du dann jetzt? Ist irgendwie ein Problem oder so? Der läuft jetzt hier also um mein Auto rum oder was? Ich bin mal gespannt, ob das hier was wird. Was ist los? Ja. Da du auf mich schießt, fahre ich dich an. Na komm, ich fahre einfach. Ich hau es einfach ab. So. Na super. Ich hätte ihn lieber als Limousine gehabt, anstatt als Cabrio. Alter, warte mal, da ist er doch, oder? Ich dachte eigentlich, die Karre krieg ich. Und nicht die, die ich jetzt drin hocke. Aber, naja, egal. Was soll's. Der letzte, der wäre mir auch als Limo lieber gewesen. Und haben als Cabrio gekriegt. Aber was soll's. Nimm, was du kriegen kannst. Und lass nur bloß nichts liegen. Oder stehen. Ach, das ist ja gar nicht... Ah, Mann, ich sehe da so ein blaues Pünktchen und hab gleich Schiss. Dabei ist er gerade in meiner Nähe hier, oder? Auch nur in die... kommt auch nicht in meine Nähe. Ordentlich Power hat er, wie es aussieht. So, ich fahre jetzt hier wieder durch den Park. Theoretisch könnte ich eigentlich durch diese Gasse fahren hier, oder? Ja. So, ich denke mal, das ist auch alles, was ich hier in diesem Part mache. Also lang genug hat es ja jetzt eh gedauert. Dauert hier alles relativ lang immer. Falsche Richtung. Salieri. Da sind wir zu Hause. Noch jedenfalls. Ich weiß ja nicht, wie es noch wird. So, ich parke die Karre jetzt erstmal hier. Und dann würde ich sagen, schauen wir noch in die nächste Zwischensequenz. Ich überlege gerade, ob ich diese Karre hier mal rausschmeißen soll oder so. Aber eigentlich ist ja noch Platz. Was ist eigentlich mit dem? Das ist hier so ein Lasseter, aber... Also, so richtig gefallen tut er mir ja nicht mehr, ne? Ich weiß nicht. Hä? Na gut, ich würde sagen, als nächstes fliegt der Rote da. Jetzt hauen wir erstmal... Neue Autos wurden zur Werkstatt hinzugefügt. Bruno Speedstar 851 Silber. Naja, okay. Dann würde ich sagen, schauen wir uns die nächste Zwischensequenz jetzt noch an. War ein hartes Stück Arbeit. Aber jetzt haben wir Morello da, wo wir ihn haben wollen. Jetzt bleibt nur noch eines. Wir erledigen ihn. In seinen Teilen der Stadt... sind Diebstahl, Raub, Erpressung, illegale Lotterien, Glücksspiel und Prostitution an der Tagesordnung. Aber was ist das größte Problem? Drogen? Blödsinn. Das Problem ist, dass wir dafür nicht einen Cent kriegen. Das wird sich ändern, sobald wir Morello los sind. Seine Organisation fällt in sich zusammen. Und alle die kleinen Gauner, Diebe und Kriminellen bringen sich gegenseitig um, wenn niemand für Ordnung sorgt. Heute können wir den Bastard ein für alle Mal erledigen. Pauli hat einen Plan vorgeschlagen. Ganz genau. Meine Informanten sagen, dass wir heute eine Chance haben, den Typen zu erwischen. Morello ist gut bewacht und er zeigt sich fast nie in der Öffentlichkeit. Er fährt immer in einer kugelsicheren Limousine, abgeschottet wie eine Miesmuschel. Aber heute kommt er raus. Er geht ins Theater, um sich ein wenig unter die Crème de la Crème von Lost Heaven zu mischen. Wir werden dort sein und ihm auch eine Show bieten. Ist das nicht ziemlich riskant? Es ist riskant, aber unsere einzige Möglichkeit, ihn vor aller Augen umzulegen und so unsere Macht zu zeigen. Es läuft so ab.
Wartet vor dem Gebäude, bis die Show vorbei ist. Dann kommen die Leute heraus. Also gibt es jede Menge Durcheinander. Morello versucht, sich den Weg da rauszubahnen. Seine Gorillas haben keine Chance, uns zu entdecken, bevor wir ihn erwischen. Achtet darauf, dass ihr keine Aufmerksamkeit auf euch zieht. Also nicht schießen. Zieht eure Waffen erst, wenn ihr ihn seht. Ich hoffe, ich erkenne ihn überhaupt noch. Sollte dir nicht schwerfallen. Morello liebt es, weiße Anzüge zu tragen. So etwas tragen heutzutage nicht mehr viele. Jeder von euch bekommt eine Thompson oder Lupara von Vincenzo. Wartet vor dem Theater auf Central Island, bis Morello herauskommt. Dann an die Arbeit. Die Aufführung endet um 9 Uhr. Sorgt dafür, dass ihr pünktlich da seid. Es sollte kein Problem sein. Also kommt nicht ohne seinen Kopf zurück. Okay, Boss. An die Arbeit. Fahr mit Paul zum Theater auf Central Island und erledige Morello. Okay. Thompson oder Lupara? Also ich wäre für die Thompson. Wo geht ihr alle hin eigentlich? Was ist denn das für ein komischer Seemann? Ach so, wir müssen natürlich hinten raus. Ich dachte eben, der Typ gehört zu uns. So, dann gehen wir doch, würde ich sagen, als allererstes mal da hoch zu Vincenzo. Also das machen wir noch. Ich werde bis auf die Straße fahren noch in diesem Part. So, was hast du denn Feines? Hallo Vincenzo. Heute brauchen wir ganz schweres Geschütz. Wir pusten nämlich heute Morello um. Na, wie wär's denn mit 600 Schuss pro Minute aus einer guten alten Thompson? Für diesen Job könnten wir aber auch traditionellere Methoden anwenden und eine typisch sizilianische Waffe nehmen. Ernsthaft? Ich krieg jetzt hier nur diese blöde Schrotflinte, oder was? Ich will auch eine Thompson. Menno, es ist gemein. Gib mir gefälligst eine Thompson. Sorry, Tom, ich muss arbeiten. Ja, gib mir eine Thompson. Blöd, Mann. Es war mir so klar, wie der da mit Thompson und Lupara kam. Da wusste ich genau, ich krieg diese dämliche Shotgun. So, ich schätze mal, den da kann ich nicht nehmen, weil er nur zwei Türen hat. Dann nehmen wir... Welchen nehmen wir? Wir könnten ja diesen... Wo ist denn der jetzt hin? Ach, der steht ja wieder da drin. Wir könnten ja diesen kleinen, kompakten hier nehmen. Fahrersitz. So, und ihr zwei kommt auch mit rein. So, und tschüss. Oder kriegen wir dann speziellen Wagen für? Wo ist denn... Hast du was? Brauchst du? Okay, dann nicht. Steigen wir direkt wieder ein in unseren Alva Airstream Fordor. Gibt's den auch mit zwei Türen, weil der so schön Fordor heißt? Ich weiß es nicht. So, aber hier ist jetzt der Part endgültig zu Ende. Wir dürfen im nächsten Part zum Theater fahren. Macht's gut und ciao.